Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert. In die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit. Aus dem Ausland kamen Glückwünsche von zahlreichen Staats- und Regierungschefs. In den ausländischen Zeitungen war neben Zustimmung zur deutschen Einheit auch Skepsis spürbar über die künftige Rolle Deutschlands in Europa und der Welt. Wir stehen hier an der Berliner Mauer, der ehemaligen Berliner Mauer. Ich selbst bin in der DDR geboren und groß geworden. Das Schlimmste für mich war, dass meine Familie getrennt wurde. Wenn Sie als Teenager erleben, dass Ihre liebsten Angehörigen Mitte der 80er Jahre nach Westdeutschland ausgewandert sind und Sie bleiben zurück als Teenager alleine mit einem anderen Teil der Familie, dann ist das ein furchtbares Erlebnis. Vor allen Dingen mit der Idee im Kopf, dass man die lieben Angehörigen nie wiedersehen wird, nie wiedersehen darf, weil es der Staat nicht gestattet. Und das ist ein Erlebnis, das hängt wirklich in einem Menschen drin. Und habe mir schon früh damals die Frage gestellt, warum das alles? Warum können wir Deutschen hier nicht zusammenstehen? Und für mich, ganz ehrlich, war der Fall der Mauer und das, was danach kam, die Wiedervereinigung Deutschlands, das Größte, das Beste, was je in meinem Leben, aber auch im Leben der Deutschen passieren konnte. Wir sind wieder vereint. Für mich persönlich noch schöner, ich konnte meine Familie wieder treffen. Und genau darum geht's. Wir müssen als Deutsche einfach zusammenhalten. Für mich als Teenager endete 1990 eine Welt. Es gab eine neue Welt voller Überraschungen, auch voller Unsicherheiten, weil ja keiner wusste, wie geht's wirklich weiter, was passiert jetzt mit uns. Verwandte haben uns kontaktiert aus dem Westen und haben gesagt, ihr müsst sofort kommen, ihr müsst sofort nach Westdeutschland kommen. Wir wissen ja gar nicht, kommt die Mauer wieder, ist die wieder zu oder nicht? Bleibt es jetzt bei einer offenen Mauer und bleibt es jetzt dabei, dass Deutschland wirklich wiedervereinigt ist und wird? Insofern war das wirklich eine Zeit der großen, starken Verunsicherung, aber auch der Hoffnung, dass es jetzt endlich vorangeht. Also mir bedeutet es sehr, sehr viel, in einer vereinigten Stadt, in ganz Berlin, Politik heute zu machen. Es war als Kind schon mein Traum, nach Berlin zu kommen. Ich wusste, ich komme immer nach Berlin, damals unter der Maßgabe, das wird Ost-Berlin sein. Ich hätte nie für möglich gehalten, mal in einem gesamten Berlin leben zu können. Umso schöner ist es, die Stadt so vereint zu sehen und heute hier für die gesamte Stadt zu arbeiten. Am 3. Oktober 1990 war ich tatsächlich in meiner Heimatstadt. Ein guter Freund hat am 2. Oktober Geburtstag und wir haben in den Tag der Deutschen Einheit so richtig reingefeiert mit einem Freundeskreis und haben uns irre gefreut, dass wir das so begehen dürfen. Also die ersten Schritte waren für mich natürlich sehr vage. Ich musste überlegen, was mache ich jetzt mit der gewonnenen Freiheit? Also das ist wirklich skurril. Man wünscht sich nichts mehr als die Freiheit. Plötzlich ist sie da und man steht da und sagt sich, oh Gott, und jetzt? Was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Ich habe Abitur ja noch gerade in der Tasche gehabt und musste dann entscheiden, was will ich werden? Wie sieht meine berufliche Entwicklung aus? Und habe dann erst mal angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren und bin direkt nach Berlin zum Praktikum und habe hier in einer Bank ein Praktikum gemacht und bin in Berlin hängen geblieben. Ich hatte das Glück, dass ich parallel zu meiner Ausbildung in einer Bank auch arbeiten konnte, meinen Lebensunterhalt verdienen konnte und dann eben direkt in Berlin bleiben konnte. Und das war wunderbar, das war großartig. Ich kann mich noch an meine ersten Erlebnisse erinnern. Ich habe in der Volksbank gearbeitet, im Ostteil der Stadt. Und da haben die Leute Schlange gestanden, um Geld anzulegen, also um Konten zu eröffnen, um Sparbücher zu eröffnen, Depotkonten zu eröffnen, Festgeldkonten zu eröffnen. Das war unfassbar, lange Schlangen an den Banken zu sehen. Und da habe ich mitgeholfen, die Kunden, die Ostdeutschen,
sozusagen zu bedienen und mit Konten zu versorgen. Ich habe in der Zeit tatsächlich 1992, eigentlich schon 91, meinen Mann kennengelernt im Zuge der Arbeit, der West-Berliner war, und bin durch ihn halt auch in die Gedankenwelt West-Berlins eingetaucht, weil er natürlich einen ganz anderen Blick auf das Thema Mauer hatte und auf das Thema geteilte Stadt als ich als Ostdeutsche. Hier in der Bernauer Straße war nichts. Hier war absolutes Niemandsland. Keine Straße, keine Autos, das war alles tot. Niemand durfte den Bereich überqueren. Heute ist hier pulsierendes Leben. Auf der Ostberliner Seite war es so, dass im grenznahen Bereich nur Menschen wohnen durften, wo gesichert war, dass sie staatstreu sind und nicht dafür Sorge tragen, dass hier irgendwie ein Grenzdurchbruch stattfindet. Man hatte das Problem ja in den 50er Jahren ganz massiv, dass viele gut ausgebildete Akademiker, die die DDR ja brauchte, dass die weggegangen sind, rübergegangen sind in den Westen, weil sie wahrscheinlich damals wussten, dass es dort bessere Lebensverhältnisse gibt. Und einfach um diese Republikflucht und diesen, heute würde man sagen, Brain Drain zu verhindern, wurde dann das eigene Volk eingemauert. Unfassbar. Der 3. Oktober 1990. An diesen Tag werde ich mich Zeit meines Lebens erinnern. Und ihr sicher auch. Schreibt euer persönliches Erlebnis vom Tag der deutschen Einheit in unseren Kommentarbereich. Ich freue mich schon sehr auf eure Geschichten.